Musiker und Sänger mit 4-Oktaven-Stimme, nein, kein italienischer Tenor, sondern ein amerikanischer Rock'n'Roller, das Endprodukt von 200 Jahren McDonald's, wie Kritiker boshaft kommentierten. Sie müssen umdenken, denn Meatloaf Michael hat abgespeckt, steht jetzt auf Broccoli- und Armani-Anzüge und startet geläutert und gereift ein Revival. Julia von Notch beobachtete ihn gestern beim Konzert in München. Sie ist zurück aus der Unterwelt, die rockende Fledermaus. Und für die Europatour hat sie The Very Best of Meatloaf mitgebracht, Hits und neue Stücke. 2,5 Stunden lang gab Meatloaf, zu Deutsch Fleischklops, vor 5.500 Fans in der Münchner Zenithalle alles, was Stimme und Kondition hergaben. Die Karriere des jetzt abgespeckten 52-jährigen Rock'n'Rollers begann bereits in der Highschool mit einem Musical-Auftritt. Richtig bekannt wurde Meatloaf 1976 mit der Rolle des Motorradrockers Eddie in dem Kultstreifen The Rocky Horror Picture Show, ein Kultfilm, der immer noch täglich in einem Münchner Kino gezeigt wird. Der große Durchbruch kommt ein Jahr später mit seinem ersten Album Bat Out of Hell. Mit dem Song I Do Anything for Love gelingt ihm 1993 ein Riesen-Comeback, einschließlich Grammy-Auszeichnung. Mit seinem neuen Song Is Nothing Sacred beweist er, dass gute Rockstars auch im Alter nicht an Qualität verlieren. Nur das Outfit hat sich verändert. Seine Stimme war super, total beeindruckt. Schade war es, dass er am Schluss nochmal viel Eigenes gespielt hat. Der singt mit Herz. Der meint so, wie er singt. Die Aura, die er ausstrahlt und einfach einen guten Sound dabei bringt. Das ist meine Jugend. Der Meatloaf ist stark, spitze, ja. Geil. Ich war in der zweiten Reihe, habe alles gesehen. Es war wow, ohne Worte. Meatloafs Philosophie lautet, wenn irgendjemand Geld für ein Konzertticket meiner Shows ausgibt, dann bin ich es schuldig, demjenigen alles zu bieten, was ich auf der Bühne geben kann. Und das hat man gesehen.